So, ich habe damals das, was ich euch gleich zeige, wirklich mit Herz erstellt. Ich meinte es wirklich ernst. Ich habe sogar Ordner, wo ich wirklich so einen Businessplan dafür hatte. Und ich würde es gern teilen, weil ich finde es irgendwie. Es ist schon interessant. Also es ist schon auf jeden Fall interessant. Und ich will euch zeigen, was ich mit 15, okay, ich war 15 dort, schon erstellt habe. Das heißt, ich habe es ja nicht seit dem Tag, sondern ich habe es mir davor schon gedacht und sozusagen mit 15 umgesetzt, sage ich mal. Und ich bin schon irgendwo auch stolz so drauf, aber es ist auch ein bisschen unangenehm, Digga, muss ich schon sagen. Es ist ein bisschen cringe, aber auch irgendwie schön. Deswegen, ich will gar nicht so lange reden, Digga. So, Wix.com, Digga. Scheiße. Auf jeden Fall war damals das Ziel, ich hatte eben meinen Businessplan auf DIN A4 geschrieben. Eine Sache davon war, eine eigene Website zu haben, okay? Zum Beispiel, links hier steht IBH. Jetzt denkt man sich, Digga, was ist IBH? Ja, und wieso ist das so ein Berg und so? Ich bin ehrlich, ich habe mir da richtig viel dabei gedacht. Ganz kurz aufs Logo, okay? Ich will nicht da zu lange drauf eingehen, aber nur ganz kurz das Logo. Das Logo soll darstellen, dass so Berge, so Stabilität, weißt du, was ich meine? So stabil einfach. Das sollte es darstellen. Und dieses Gletscher, sozusagen dieses Weiße, ist tatsächlich keine Wichse, nein. Das soll Scheiße darstellen, Bro. Das soll sozusagen die Kacke darstellen, die Menschen auf einen werfen, Digga. Und die sind halt stabil. Die Intention, die Intentions von diesem Logo sein, ja. Dann wollte ich auf jeden Fall, ich hatte in meinem Kopf immer so ein bisschen, was ich mache. Ich wollte so ein paar Register haben, so Home, so da, wo mein YouTube-Bereich ist und so. Also ein bisschen halt so die Website schon mal, in meinem Kopf hatte ich sie schon. Ich hatte auch damals so ein Word-Dokument, wo ich das ein bisschen so geschrieben hatte, das weiß ich auch noch. Ich habe es auch versucht, fürs Smartphone anzupassen. Das habe ich selber hingeschrieben, also ist jetzt nicht irgendwie genehmigt, die Smartphone-Version, das ist einfach von mir selber. Die Bilder sind noch alle geklaut, urheberrechtlich, also ich würde da mies Probleme kriegen, wenn die Website online wäre, Digga. Deswegen ist sie auch nicht online und das kostet auch Geld. Aber vielleicht haben wir in Zukunft irgendwann mal was Gescheites, Digga, aber so, wir fangen mal an. Motivieren, inspirieren und helfen. Ich habe gar nicht erklärt, was IBH ist, ne? IBH soll heißen Institute bei Hallel, Digga. Hier steht's auch schon. Ich fand den Namen irgendwie wild. Und das sollte auch ein Name sein, wo ich, wenn ich später auch zum Beispiel irgendwie so ein Gym eröffne oder so mäßig so ein Freizeitheim, so für Jugendliche, für unsere Bres, dass das irgendwie passt. Weißt du was? Weil ich irgendwie so ein, keine Ahnung, ich kann jetzt nicht mein Freizeitheim Number One Hayal nennen. Checkst du, was ich meine? Also irgendwas so ein bisschen cooler, irgendwie in die Richtung, was so ein bisschen auch wie eine Firma und auch seriös klingen soll. So mäßig. Ja, das jetzt zum Logo, okay? Wir fangen mal an mit der Website. So, das erste, was kommt, ist motivieren, inspirieren, helfen. Ganz kurz, ich war 15, wo ich die Website erstellt habe. Für den einen oder anderen ist es einfach cringe, okay? Für mich ist es einfach damals ein Lebenstraum gewesen, Digga. So, jetzt geht's los, Digga. Das Foto, das ist schon sehr cringe, okay? Oh Gott, oh Gott. So, ich lese mal kurz vor. Hallo, ich stelle mich mal vor. Mein Name ist Hallel und ich bin ein Jugendlicher, der sein Ding durchzieht. Im Grunde ist es mehr als das. Ich zeige dir meinen Alltag und wie ich es geschafft habe, erfolgreich in meinen Zielen zu werden. Ich werde auf meinen Social Media Kanälen hilfreiche Tipps teilen, die mich motiviert und begeistert haben, weiterzumachen. Mehr über mich erfahrt ihr auf meinen Kanälen. Digga, das Ding ist schon mal wie selbstsicher, weil ich habe damals schon geschrieben, wie ich erfolgreich in meinen Zielen zu werden. Nicht bin, weil ich dann noch nicht erfolgreich bin, aber zu werden. Okay? Und dann hatte ich so ein bisschen, keine Ahnung, was das sein soll. Frag mich bitte nicht, was dieser Strich ist, das für Design. Aber schon mal ganz cool. Seht ihr den Hintergrund? Hier steht IBH. Ganz leicht, so Deckkraft auf 10. So, work hard, dream big. Und schau dieses Foto an. Schau mal, Unternehmer, Autor, YouTuber. Ey, selber, Digga, mit 15, 16, Digga, hier, Unternehmer, Autor und YouTuber, Digga. Ich hatte nicht mal Hauptschulabschluss, aber ich bin Unternehmer gewesen. Auf dieser Website stelle ich Ihnen, sogar mit Ihnen, ja, wir sind nicht bei du, wir sind bei Ihnen, mit Jogginganzug, aber egal, mein Businesskonzept vor. Eines meiner größten Projekte ist Institut bei Hallel. Ich muss sagen, ich gehe später eh noch auf die Ziele ein und dann erzähle ich auch noch ein bisschen mehr von Projekten. Auf jeden Fall war hier mein YouTube verlinkt, mein Instagram, alles gut. Hier habe ich auch noch ein Foto, dass ich YouTuber bin, muss ich auch noch mal dazu schreiben, weil ich es vorher nicht erwähnt habe natürlich. So, dann kommen wir mal zu Zielen. Ich habe es gerade angeteasert, okay? Was meinte ich mit IBH? Ich habe es euch auch schon gesagt. Ich möchte irgendwann mal Talente fördern, okay? Ich möchte irgendwann mal halt, ja, wie soll ich sagen, nicht so ein eigen, also nicht so ein Verein mäßig, aber ich möchte Talente fördern, okay? Genau und das war so auch ein bisschen mehr der Plan bei IBH, dass ich halt Leute motiviere, helfe, so wie ich es halt vorhin geschrieben habe. Weil es bei mir eben mit Schule nicht immer wirklich klappt und Digga, Schule ist einfach der größte Scheißdreck, den ich ficke, wer das Schule erfunden hat, ich schwör's dir. Egal, machen wir weiter. Meine drei größten Ziele. Sehr wichtig. Und ehrlich, wo ich die Website geschrieben habe, war ich 15. Das steht auch später nochmal da. Das mit 16 habe ich an meinem Geburtstag abgeändert. Das weiß ich noch. Eigenes Buch mit 15, okay? Eigenes Buch. Ich möchte mein Buch veröffentlichen.
Darin werden sich Erfolg-Tipps befinden und zusätzlich YouTuber-Hacks. Stehe ich 100% immer noch dahinter? Ja, Website. Wie gesagt, kann irgendwann mal passieren, muss nicht. Ich möchte diese Website erweitern, international machen und mehrere Webseiten haben. Kommt drauf an, ich möchte irgendwann mal natürlich einen Shop haben. Das meinte ich wahrscheinlich mit international. Aber so diese IBH-Website, sage ich mal, muss jetzt nicht unbedingt sein, weil so ein Portfolio... Ich sag mal so, ich werde einfach so erfolgreich, dass ich einen Wikipedia-Eintrag habe, Digga. Da brauche ich sowas nicht mehr. Und für meinen Shop mache ich mir einen Shop. So, Seminare, stehe ich auch 100% noch dahinter. Leute motivieren und inspirieren, mich vorstellen, Fragen beantworten und helfen. Ich hätte mies Bock, wirklich an Schulen zu gehen und genau das, was ich im Stream auch erzähle, einfach in der Schule auch den Kindern mitzugeben, Digga. Weil das sind unsere Future Stars. Das sind unsere jungen Talente, Digga. Nicht die 70-jährigen Lehrer, Bro. Sondern die jungen Schüler, Digga, die von den 70-jährigen Lehrern runtergemacht werden. Versteht ihr? So, wir gehen mal weiter auf Institut bei Hadel. Ich glaube, hier habe ich so ein bisschen das Logo vorgestellt. Oh, wir haben sogar hier Willkommen zu IBH. Hier erfährst du mehr. Dann klickst du auf mehr und es passiert nichts. Super Website, ehrlich. So, die Schrift hat auf jeden Fall sehr komischer Kontrast, muss ich sagen. Was ist IBH? Keine Ahnung, wieso da so ein Telefon ist. Man kann nicht draufklicken. Jo, super Foto. So, jetzt nochmal kurz zur Geschichte, okay? IBH ist 2019 entstanden. Der damals 15-jährige Schüler Halil Özkan, der in seiner Vergangenheit aufgrund seiner Noten erniedrigt und runtergestuft wurde, entdeckte im Laufe der Zeit seine Talente und Fähigkeiten. Zudem erzählte er seine Geschichte weiter und motivierte Menschen mit ähnlichen Problemen. Selbstmotivation und Inspiration sind der Schlüssel zu einem erfolgreichen Leben. Viele leben ihre Träume nicht aus, weil sie denken, sie seien nicht gut genug. Genau dafür ist IBH da, um Träume zu leben. IBH bietet viele Möglichkeiten, inspiriert zu werden. Zum Beispiel durch Bücher auf Social Media Kanälen werden regelmäßige Beiträge gepostet, die einen zum Nachdenken verleiten sollen. Zudem wird auch ein Seminar angeboten, wo Halil Özkan, der seine Geschichte und Gedanken teilt. Nicht genug? Es gibt einen Mitgliederbereich, wo exklusive Inhalte wie Videos, Tipps und Bücher enthalten sind. Einen kleinen Einblick gibt es bei dem Trailer und der Trailer ist nie gekommen. Tja. Aber ich sag euch, wie es ist. Ich finde es auch irgendwie schön, jetzt zu lesen, zu reflektieren, weil ich geschrieben habe, Träume zu leben, extra groß geschrieben. Was habe ich die nächsten Jahre gemacht? Ich habe mein Motorrad gekauft. Ich fahre Motorrad, erster Traum. Ich war an meinem 18. Geburtstag Fallschirmspringen, zweiter Traum. Ich bin regelmäßig live, habe hier mein komplettes Streaming-Setup, Digga, das ist auch ein Traum. Ich sag mal so, wäre ich dieser Junge gerade und hätte mich jetzt gesehen, ich wäre nicht enttäuscht. Und das ist schön zu sehen, Bro, sag ich dir, wie es ist. So, dann habe ich noch den YouTuber-Bereich, das ist so dieses, wo meine YouTube-Videos abgespielt werden. Könnt ihr auch nochmal abchecken hier, Phasmophobia, ist echt witzig geworden. Ich finde das Thumbnail auch echt cool, muss ich sagen. So ein bisschen YouTuber-Bereich, das ist so... selber generiert, deswegen ist es auch noch aktuell. So Motivationsgeschichten. Ich wollte immer so ein paar. Ich hatte früher auf Insta mal immer so Posts gemacht, so ein bisschen mit so Real Talk-Zitaten. Inzwischen, ich finde das nicht komisch, aber ich habe da irgendwie keinen Bock mehr drauf. Weißt du, was ich meine? Keine Ahnung, irgendwann kann sein, dass vielleicht irgendjemand so eine Fanpage macht und sowas macht, dann feiere ich das. Aber ich habe keine Zeit für sowas, Digga. Auf jeden Fall hier mit so Boxer, The One. Weil Number One Hayal, damals schon, Digga. King, weil wir alle Kings sind einfach, okay? Wir sind Macher. Und dann zum Beispiel hier sowas. Ich habe so ein paar Sachen reingetan. Ich dachte ans Aufgeben, doch dann bemerkte ich, wer mir zuschaut. Und das hier. Warum ich so hart arbeite? Weil ich eines Tages meine Eltern anrufen werde und ihnen sage, dass sie damit aufhören können, Digga. Wild. Mach es für dich. Punkt. Dann gibt's noch die Selbstfindung. Ich glaube, da habe ich nicht mal was. Genau, das wollte ich noch machen, aber habe ich nie gemacht. Und das war auch nur so eine Prototyp-Website. Ich wollte die nie wirklich so krass veröffentlichen. Einfach so arbeiten, verbessern, irgendwann releasen. Aber ich wusste nie wann. Wie gesagt, mit 15 habe ich diese Website gemacht. Ich weiß, also ich habe die nicht selber programmiert. Aber ich finde es schon krass. Und ich bin schon ehrlich stolz auf mich, dass ich so rückblickend sagen kann, dass ich keine Enttäuschung jetzt bin, Digga. Sag ich dir, wie es ist. Manche Sachen sind nicht cringe, aber für einen 15-Jährigen ein bisschen komisch. Weil mit 15 gibt es einfach Kinder, Digga, die wollen einfach nur Fortnite spielen. Und wenn man sowas raushaut, Digga, das ist nicht cringe, aber komisch. Ich sage, es ist einfach komisch, weil viele das irgendwie nicht so sehen. Wie gesagt, mit 15 keiner schreibt sowas, Digga. Auf jeden Fall, das war die Website. Wie gesagt, ich bin, einerseits finde ich es lustig, andererseits bin ich schon irgendwie stolz auf mich, sage ich euch, wie es ist, Digga. Weil sowas, ich kenne keinen, der mit 15 sowas gemacht hat. Und ich habe jetzt auch, keine Ahnung, damals. Ihr müsst überlegen, es gibt zwei Arten von Menschen. Einmal... man hat einen, sagen wir mal, ein Down, also es gibt immer Up und Downs. Und dann gibt es Leute, die, wenn die Downs haben, die trinken, die fangen an übertrieben zu rauchen, die essen sich dumm und dämlich. Also einfach so dieses komplette Negative. Und ich fand, obwohl ich in der Schule sozusagen immer ein Down hatte, habe ich das Beste draus gemacht, Digga. Statt dass ich mir gedacht habe, fick auf Schule, scheiße, alles kacke, alles blöd, denke ich mir so,
Fick auf Schule, aber ich mach was Besseres als Schule, Digga. Ja, Jungs, das war die Website, Digga. Schreibt mal eure Meinung noch in die Kommentare. Ihr könnt auch schreiben, dass es absolut kacke ist und dass es so dumm ist, was ich da mache. Ist alles gut, aber ich möchte es einfach wissen. Schreibt es einfach rein.